nämlich, dass man einen Kern der eigenen Gruppe auch beschwört, sagt, wir sind wir und wir sind anders als die anderen, finden wir übrigens auch innerhalb deutscher Großstädte ganz häufig, nicht nur in Sekten oder in politischen Parteien, sondern in ganz vielen anderen, teilweise auch in Fußballclubs oder Tischtennisclubs, dass man so etwas wie eine Corporate Identity entwickelt, die ganz wichtig ist, um ein Wir-Gefühl zu entwickeln, einen Kern einer Gruppe zu kreieren, der in Fußballclubs und in politischen Parteien in der Regel nicht so weit geht, dass das den ganzen Alltag strukturiert. Aber da, wo man dann tatsächlich eine in sich geschlossene Kultur von einer anderen in sich geschlossenen Kultur unterscheidet und die eigene aufwertet im Vergleich zu der anderen, spricht man erst von Ethnozentrismus. Und Rassismus wird es erst, wenn das dritte Kriterium dazu kommt, nämlich wenn die Konstruktion und die Wertung zum Nachteil des Opfers und zum Vorteil des Anklägers geschehen, mit dem die Privilegien oder die Aggressionen gerechtfertigt werden sollen. Also hier ist das Interesse und der Machtaspekt angesprochen. Also wenn ich in der Position des oder derjenigen bin, aus dieser Konstruktion und dieser Wertung Vorteile zu ziehen. Erst dann spricht man von Rassismus und eben nicht nur wie im Rechtsextremismus, von, wenn es eine gewalttätige, offene Beleidigung oder Angriff ist, sondern eben auch schon andere Aggressionen, wie im Bus, einer schwangeren Frau mit Kopftuch den Platz nicht zu überlassen, wohl aber einer schwangeren blonden Frau von mir aus. Oder sogar auch noch, wenn man Privilegien daraus zieht. Und das macht es natürlich besonders schwierig, weil wir Privilegien meistens von Privilegien genießen, wenn wir zum dominanten Teil der Gesellschaft gehören, ohne tatsächlich das so zu wollen oder das aktiv zu betreiben. Zum Beispiel, wenn Sie eine Wohnung bekommen und eine afrikanische Familie oder eine türkische Familie mit 5 Kindern, und das geschieht so wie die hier nicht, dann haben sie von Rassismus profitiert. Das heißt, dann haben sie Privilegien genossen aufgrund von Rassismus. Und das wäre dieser Definition zufolge tatsächlich auch schon Rassismus. Was nicht heißt, sie sind rassistisch, wenn sie den Mietvertrag unterschreiben. Und das wäre nochmal ein ganz wesentlicher Unterscheidungsmerkmal auch zum Begriff der Islamophobie, der ja eher das auf die persönliche Ebene bringt, dass wir in der Rassismusforschung eigentlich davon weggekommen sind, auch sogar in der antirassistischen Pädagogik, und ich komme ja aus der Erziehungswissenschaft, von den Motiven und den Taten Einzelner auszugehen, sondern tatsächlich eher von hegemonialen Diskursen, von dominanten Diskursen, um zu schauen, wie sind Subjekte darin verstrickt, wo profitieren wir davon. Weil wir profitieren alle permanent an unterschiedlichen Orten entlang verschiedener Differenzlinien. Als Professorin habe ich natürlich auch Privilegien, von denen ich profitiere, ohne dass ich aktiv einen Hartz-IV-Empfänger Leid zufüge. Wir profitieren davon, wir sind verstrickt in diese Diskurse und es ist eben die Frage, wie man mit diesen Verstrickungen umgeht. Definition mehr oder weniger klar geworden, auch in Abgrenzung zu den anderen Begrifflichkeiten? Nicht ganz. Nicht ganz. Dann fragen Sie. Zu Ihrem Beispiel mit Homophobie, ist Rassismus nicht das, was systematisch gemacht, also institutionell gemacht wird, verstehen Sie sich? Ja. Nicht nur. Sondern Rassismus findet auf vielen verschiedenen Ebenen statt und all diese Ebenen spielen miteinander eine Rolle. Und es gibt institutionellen Rassismus, es gibt strukturellen Rassismus, es gibt sogar Rassismus, der in Gesetzen teilweise seinen Niederschlag findet. Es gibt aber eben das, was in den Zeitungen steht zum Beispiel, ist eher etwas, was einen gesellschaftlichen, sozialen, kulturellen Rassismus, also eher Diskurse widerspiegelt. Keiner sagt dem Spiegel, er soll jetzt wieder so ein Coverbild dahin tun. Es sind all die Ebenen, die miteinander verquickt sind und die eine Rolle spielen, und im Zusammenhang mit dem antimuslimischen Rassismus ist es tatsächlich so, dass wir institutionelle Beispiele
zu antimuslimischem Rassismus erst in den letzten Jahren wiederfinden. Die gab es vor Urzeiten schon mal, aber eben solange wir hier alle leben, nicht. Zum Beispiel in dem Integrationskurs, in dieser Integrationsprüfung, die gemacht werden sollte, die ja teilweise zurückgenommen worden ist. Ich vermute, die meisten haben davon gehört. Ja, also dass in bestimmten Personengruppen bestimmte Fragen gestellt werden sollten, die eben etwas mit einem Diskurs zu tun hatten. Im Zusammenhang mit dem Islamdiskurs haben wir das auch immer wieder, wenn außenpolitische Auseinandersetzungen gewesen sind, im Zusammenhang mit dem Irakkrieg zum Beispiel oder nach den Terroranschlägen, wenn Menschen, die in einer bestimmten Art und Weise identifiziert werden, am Flughafen anders behandelt werden, bestimmte Reisen nicht unternehmen dürfen und so weiter, dann ist das eine institutionelle Diskriminierung. Die Äußerung von Sarrazin, die wahrscheinlich auch alle gehört haben oder gelesen haben, dass eben also sein Vorschlag war, einerseits zu unterscheiden zwischen Ausländern, übrigens auch hier interessant, also er ist kein Ausländerfeind, weil die Vietnamesen und die Russen sind okay, aber die Türken und Araber nicht, und das Problem mit ihnen ist eben der Islam. Und wenn sie heiraten wollen, sollen sie das im Ausland tun und hier dürfen sie keine Kinder kriegen. Das ist zum Beispiel etwas, also das ist ganz verkürzt, aber sehr viel schlauer war seine Formulierung auch nicht und sehr viel stärker argumentiert hat er auch nicht. War der Wille, sein Wille, es ist nicht geschehen, sein Wille war, diesen Diskurs in bestimmte institutionelle Richtlinien einfließen zu lassen. Dann wäre tatsächlich ein institutioneller Rassismus rausgeworden. Wir sprechen auch von institutioneller Diskriminierung oder institutionellem Rassismus, zum Beispiel, wenn Migrantenkindern keine Gymnasialempfehlung gegeben wird, obwohl sie die gleichen Noten haben wie einheimische oder asiatische Kinder, weil man meint, dass sie zu Hause keine Unterstützung kriegen würden, zum Beispiel. Das ist auch eine Form von institutioneller Diskriminierung, dass da die Schule mit der Institution und mit dieser Empfehlung, die ja immerhin in einigen Bundesländern inzwischen auch bindend ist, Macht ausübt, Herrschaft ausübt und dabei aber eben bestimmte Klischees bedient werden. Während die rassistischen Diskurse eben eher das sind, worüber in der Zeitung geschrieben wird oder in, noch ein gutes Beispiel, wo kultureller Diskurs zu einem institutionellen werden kann, ist das die Kopftuchdebatte. Also da, wo überlegt wird, oder in einigen Bundesländern ist es ja auch geschehen, dass Frauen mit Kopftuch nicht in den Staatsdienst dürfen, wird ein kultureller Rassismus zu einem institutionellen Rassismus. Und wir haben es in diesem Fall tatsächlich mit einer Reihenfolge, die sehr interessant ist, die bei einigen Rassismen umgekehrt funktioniert hat, dass erst der institutionelle Rassismus da war oder dass sich beides, im Kolonialismus zum Beispiel, war die Rassenkonstruktion ganz zentral wichtig, um kolonisieren zu können, um eine Legitimation in der Bevölkerung für die Kolonisierung herzustellen. Das hat sich aber gleichzeitig etabliert in der Gesellschaft. Während wir hier ein sehr langes kulturelles Stereotyp haben, das dann eben politisch vor allen Dingen genutzt worden ist, um Interessen, politische Außen- und politische Interessen durchzusetzen. Die in anderen Workshops, glaube ich, auch diskutiert werden, ne? Diese außenpolitischen und innenpolitischen Interessen. Ja? Können Sie vielleicht nochmal den Unterschied zwischen Ethnozentrismus und Rassismus an einem Beispiel erklären? Weil mir kommt es irgendwie immer so vor, wie wenn Ethnozentrismus als so eine Art mehr Ursache geschrieben wird und dann Rassismus die Folge davon ist, aber das ist nicht möglich. Nein, da fehlt das eine Merkmal. Also Ethnozentrismus könnte zum Beispiel sein, wenn sich in Berlin türkische Jugendliche zusammenschließen und die Deutschen anfügen. Deutschen reden wir nicht, spielen wir nicht, die sind, weiß ich nicht, teilweise bedienen sie ja die gleichen Klischees einfach umgekehrt oder bedienen bestimmte Klischees über die Deutschen. In Schimpfwörtern haben wir das teilweise auch, dass aus dem Kanaken, der ich weiß nicht was, gemacht wird und dann praktisch sich positiv auf die eigene Gruppe zu beziehen und die andere Gruppe zu verunglimpfen, zu beschimpfen und so weiter. Also gleichzeitig auch eine Form von Rassismus. Es ist deswegen kein Rassismus, weil in der Regel weder der gesellschaftliche Konsens noch der institutionelle Apparat dahinter steht.
Das heißt, sie finden bei ganz vielen Formen von Rassismus keine Verurteilung zum Beispiel.